dran so. Was jetzt kommt, kann nur scheißlich werden. Ein Druck auf Ihren Knopf beim Apparat und Sie haben zwei ruhige Stunden. Ich kenne mich, den Herrn Atmann, von den Briefzustellungen her. Ein Dichter, er dichtet seit Tagen, aber nicht so wie die früheren Dichter in schönen, tragischen, erhobenen Versen, sondern so wie man redet, so ganz gewöhnlich. Frage Sie, ist das eine Kunst? Dran so. Er liest mir manchmal was vor, fürcht mich eh schon. Wollen Sie wirklich mitkommen? Bitte, ich habe Sie gewarnt. Er dichtet. Oder er schläft. Der Herr Altmann. Morgen. Atmann. Morgen. Ein Eingeschrieben hätten wir da. Ich glaube, der Geld kriegen. Ja, von mir nicht. Bitte sehr. Ja, Unterschrift braucht man da. Von Bleistift? Moment, was haben wir? So. Nicht hier. Hier. Ein Dichter. So. Dann kriege ich wieder. Dankeschön. Sagen Sie, Atmann, ich hätte gerne von Ihnen was gehört. Haben Sie wieder was gedichtet, was Volkstümliches, Schauerliches, Originelles, Bezeichnendes, nicht? Ja, weiß nicht, ich hätte auch nicht da. Ja. Das ist jetzt wegstehen. Was ist da? Ja. Nur kein Schmalz, habe ich gesagt. Nur kein Schmalz, nicht. Reiß aus, dein Herz, dein Blutigs, und haus ab wie ein Brückenkärntner. Von mir aus auf Verbindungsbahn in Otterkring. Dann wart dabei, bis da wieder zugewachsen ist, das Loch, das Blutige und dein Gelee, und sag, es war nix, oder gehen wir, geht is nicht. Wenn du mal so weit bist, dann erst schreib dein Gedicht. Und nicht eher. Nur kein Schmalz, hab ich gesagt. Nur kein Schmalz, nicht. Heute drum ist es nur zu leicht. Ein Herz, die Dichter, die Grabler, die Schmalzgesöhn. Und den linken Goldzahn oder über einen leeren Brieftaschel wie ein Monogramm. Wenn aber einer ein Gedicht schreiben will und überhaupt noch ein Wernerisch dazu, dann soll er mit seinem Herz, mit seinem Bootswagen und einem Goldzahn nur recht schnell nach Otterkring aussehen oder sonst wo zu einem Brückenkleander gehen. Etwas ungeschlacht. Ja, wem's gefällt. Also, auf Wiedersehen, Avedere. Ja, bitte. Ja, Atmann. Sehen's, so ist er. Ein netter Mensch, aber ein Dichter. Dran so. Ist es mit du? Halbstarkes Gesindel deppert das. Das fängt gut an.
sehe was. Das hat auch Bläscher gemacht. Nur dazu, wenn es 17 Jahre ist. Auf der steht kein Madel, nicht. Ich soll, muss ich. Ich bin schließlich 17 Jahre alt. Und ich hab für einmal genug von der wasserlichen Gegend. Lieber Thomas in Fabrike, als herunten die Prinzessin. Na, auf sowas steht kein Maro. Nur dazu, wenn es 17 Jahre ist. Auf der steht kein Madel nicht. Schließlich 17 Jahre alt. Und da steht es einem nicht mehr zu, dass man von daheim segiert wird. Anstatt Nylon, grüne Flossen. Als Frisur, ein bisschen Schuppen. Na, auf sowas steht kein Mann. Und dazu, wenn 17 Jahre ist, auf das steht kein Mann nicht. Die blöde Tröpflerei.
Herren, sind wir auf der Schmelz? Sie machen noch eine schöne Schweinerei. Glauben Sie, wir schwingen Ihnen alle 5 Minuten auf? Entschuldigen Sie bitte. Ach so, was? Zuerst alles anblitzeln und dann auch noch entschuldigen. Was ist denn? Sind wir nachher, Uta? Wann musst du denn aufstehen? Wir reden von Aufstehen. Muss man den ganzen Tag stehen? Stehst du aufs Aufstehen? Ich nicht. Meine Mutter ist jeden Tag um 5 Uhr auf. Die steht halt aufs Aufstehen. Stingest du auf? Wieso? Für mich. Die stehe ja. Vielleicht auch die Aufstehe für dich. Jeden Tag um 5 in der Früh? Jeden Tag um 5 in der Früh. Am Sonntag? Am Sonntag? Ich stehe da auf dich. Am Samstag auch? Samstag auch? Ich stehe da auf dich. Und am Freitag? Am Freitag auch, ich stehe da auf dich. Geben Sie mal einen Schilling. Danke sehr. Das ist immer die Negermusik. Und am Montag? Montag, ja. Ich stehe da auf die. Und was tun wir nachher, Uli? Alle Tag, Uta, alle Tag. Uli, du bist so lieb. Servus, Neka. Servus, Charlie. Bist du eingefroren? Wieso? Weil du ein Gesicht schneidest, wie wenn sie aus der Wäsche gehabt hätten. Die müssen erst auf die Welt kommen, die mich aus der Wäsche haben. Du bist jetzt leicht erbrochen. Aber aus der Bettwäsche gehabt haben sie trotzdem. Wer? Mich? Wer? Ich kenn einen, der was da erinnert ist. Ich kenn mehr, die was da erinnert sind. Ich meine einen ganz bestimmten, einen von deinen Haberer. Servus, Burle! Oder ist er vielleicht nicht der Bluthaberer? Ah, oh, süß. Ich kenne einen, den wird heute noch heißer werden. Schau, sei kein Frosch. Sie steht halt auch viel mehr als auf dich. Wenn ich du was, sagt man 1000 Rosen und nehmt mir andere auf. Ich steh auf keine andere. Ich schneide ihm die Krawatten an. Lass dir was sagen. Ich schneide ihm die Krawatten an. Leicht kommen sie bald auseinander. Kennst du nicht, Burle, wie er ist? Ich schneide ihm die Krawatten an. Bist du was, Charlie?
Was ist? Wir wollen schwingen. Heulen schön. Gusch! Das ist nichts für mein Gemüt. Geh komm, tanz mal. Also dann bitte Mittwoch, Servus. Sei nicht deppert, gell? Ich schneide den Krawatten aus. Möchtest du noch lang da bleiben, Bulli? Wir werden bald erwolken sein. Ja, ist ja alle Beethoven wie immer. Schaust du mich an, Kaskel? War nix. Was ist denn, Ueli? Wo bist du denn hin? Sind wir nicht verkühlen? Wieso? Sie haben den Finger schon die ganze Zeit im Glas umeinander schwimmen lassen. Wie ein Fisch. Wo willst du denn hin, Uta? Komm, wenn du das wissen willst. Soll ich ihm auch nicht die Goschen haben, Uta? Ich schneide ihm die Krawatte noch. Schau mir an, Uta. Was ist? Uta, schau mir in die Augen. Geh, du tust mir weh. Ich muss heim, es ist schon spät. Uta, ich stehe auf dich. Lass ihn sitzen, den Burli, bei der Schwindelchen. Charlie, ich bitte. Ah! Fang nicht auch so an, Mau. Auf das stehre ich nicht. Charlie, bitte lass mich aus. Komm,
Was will er denn von mir? Na, was wird er schon wollen? Wenn's du nicht auslässt, schreien wir wach, Mann. Mal, sei kein Fisch. Oh! Einen schönen Finder haben sie. Gefällt Ihnen? Mhm. Da schauen Sie her. Ja, so lang. Können Sie da schauen? Es sind lange keine einzigen in den Lokal da. Das glaube ich noch gern. Das war direkt der Grund zum Bruderschaft trinken. Mhm. Prost. Prost. Servus du. Servus du. Wie heißt denn? Elfe. Pulle. Gute Gottlackerl. Na, was ist Elfe? Ex? Ja, ich sag euch, es ist in der heutigen Zeit kaum ein Vater zum Finden, dem das Kinderheim freut. Kein Murasamtjungen krankst mehr von zu Haus, alles tanzen im Schädel, tu ihm nicht bleiben sein Haus. Und wenn man da gar vielleicht schimpfen nur tät, dann sagen dir die Gefreister, wir alten waren's blöd, wir verstingerten nichts von Freizeit und Sport. Ja, fix Grammatanten, du hebst deinen Hut. Ja, fix Grammatanten, du hebst deinen Hut. Ja, jetzt hört's euch nur an, was ich da erfahr. Mein Jüngste, die Elfi, sie ist kaum 17 Jahre, aber scheinbar schon Grund nur, dass er abwaschen tut. Gerade kriege ich die Meldung. Das eigene Blut verließ seinen Vater, schlug auf wie noch Wärm durch ein Zinshaus passieren. Es ist fast zum Rehren und treibt sie seither mit einem Halbstarken rum. Und ich, der Herr König, steht da und schaut dumm. Und er, der Herr König, steht da. Ja, die Gäu steigt mir auf, wenn ich so daran denk, dass ihm ja als Vater wegen dem Frichtern noch kränk. Bei dem Mensch ist der Hopfen und Malz längst verloren, der ist unter einem druckenden Sternbild geboren. Oder hat seiner Zeit mir die Hebammen vertauscht, dass sie ihrer Wüt ganz der Donau entrauscht. Das muss ich jetzt glauben. Ein Soldat alles mir tut. Drum sage ich zum Trost mir, was fort ist, ist fort. Drum sagt er zum Trost mir, was fort ist, ist fort. Ist fort, ist fort, ist fort. So, jetzt soll's mir schön rumbleiben, der Oma, den Wehren. Denn wer sich gegen mich stellt, den zeig ich an Herrn. Vor die Eingänge und Ausgänge steht schon die Polizei. Und wenn die einmal zusperren, kommt keiner mehr rein. Die Passiner ist Adrat, die Randen sind zu. Das Hin und das Her, von dem hab ich schon genug. Ich bleib hart wie ein Geraden, das ist einmal recht. Und wer das nicht glaubt, der kriegt mich schlecht. Und wer das nicht glaubt, der kriegt mich schlecht.
Jetzt habe ich gerade über einen Schilling abgehört. Es hat sowas blitzt unter dem Tisch. Lass blitzen. Deine Augen blitzt auch was. Verstehst du warum? Was tun wir nachher, Elfie? Was sollen wir nachher tun? Na, jetzt verstehst du mich nicht. Oder willst du mich nicht verstehen? Ich weiß nicht. Wann musst du aufstehen? Wir reden von Aufstehen. Muss man den ganzen Tag stehen. Stingerst du einmal auf für mich? Ja. Jeden Tag in der Früh? Ja. Und am Sonntag auch? Am Sonntag auch? Und am Samstag? Am Samstag auch? Steht auf dich. Heute ist ja Samstag, Elfie. Da vergisst man lieber alle zwei aufs Aufstehen. Du bist so lieb, Pauli. Komm gar nicht. Die Maschine steht raus, da sind wir gleich daheim. Zahlen! Was war denn das? Ja, war wahrscheinlich die Hausmeisterin. Komm. Was war denn jetzt das? Ja, war wahrscheinlich ein Angesoffener. Komm. So, da waren wir. Setz dich nieder, Effi. Ein bisschen eng habe ich da. Aber heute muss man froh sein, wenn man ein Kabinett hat. Hast du das eh lieb da? Stell dir vor, wenn du auf unten mitwohnst. Wo wohnst denn du? Ja, mein Vater. Ich bin ihm davor gerannt. Ja? Braucht eh ein Kächchen. Du riechst so gut. Ich hab mir gerade Haar gewaschen. Ist du nicht heiß, der Elfi, mit so viel an? Nein. Bist du kalt wie ein Fisch? Ich bin kein Fisch. Aber ein Halberter. Nicht einmal ein Halberter. Nicht einmal ein Viertel. Und überhaupt? Nicht einmal überhaupt. Weißt du so genau? Elfi, du riechst so gut. Du riechst so gut. Was riecht denn da? Was riecht denn da?
dass mir die Uta die Gas auftrat. Uta! 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 Uta, bist deppert worden! Uta! Uta, bist deppert worden, was treibst du denn? Burli. Ich bin eh bei dir. Lass mich in Ruhe. Was willst du noch? Geh wieder auf zu deiner Neichen. Zu was für einer Neichen? Ich hab keine Neiche. Was streitst du mir denn noch? Ich hab dich doch gesehen, auf ich geh zu dir. Aber jetzt bin ich wieder da, Uta. Burli, es wird immer so sein. Ich schwör, dass ich wäre ein anderer. Du? Du änderst dich nie. Ich steh da auf dich. Ich steh da auf dich. Jetzt hat mir der Alte die Wasserleitung angesperrt. Ach, so eine Gemeinheit. Ich steh da auf dich. Mieser Wurm. Aber zurück muss ich. Ich möchte wieder heim. Ich kann ihn nimmer mehr anschauen. Ich muss heim. So oder so. Den Strom muss ich zurück. Dann sind Papa seine ganze Aussperrerei nix. Gell, mein gescheiter Herr Danubius. Da hast du drauf vergessen. Aber nicht ich. Gell, Papa? Strom bleibt Strom. Ein kurzer. Geh los. Jetzt gehst du aber nicht mehr weg von mir, Bulli. Und zu denen haben wir einen kurzen gebraucht. Thank you.
Wenn so die Zeitungen liest, steigen dann direkt die Grasbirnen aus. Lauter Unholde, Mädchenhändler, Eifersüchtige, Autowödlinge und so weiter und so weiter. Ja, so ein Madel hat wirklich kein leichtes Leben da oben auf der trockenen Welt. Geh, Lächerl, kick ihn mal auf Feier. Vielleicht hätte ich da nicht alles wo dran lassen sollen. Ja, was geschenkt ist, ist geschenkt. Wo kommt denn der Vater hin, wenn er sich von seinen Kindern auf den Kopf machen lassen? Spät ist schon. Grüß dich Gott, Papa. Hab ich dich gestört bei der Arbeit? Ich schwimm schon wieder. Da bleibst! Jetzt sag einmal, wo kommst du nur daher um die Zeit? Dass du dich überhaupt nur einer traust? Wieso, Papa? Ich war da eh die ganze Zeit da. Du schaust schlecht aus. Ist dir leicht nicht gut? Also, da hört sich da alles auf. Du selber kommst daher mit Deutschmeister unter die Augen, einem verrehrten Gesicht, zerrafte Haar. Und unterstehst die mir zu sagen, dass ich schlecht ausschaue, dass man nicht gut sein soll? Ah, mach nur so weiter, du miserables Flitscherl, du. Erst zu sehen, wo es enden wirst. Papa, du bist gemein. Was hast du? Eine Gemeinheit ist das. Du hast eine Gemeinheit. Großmensch. Was glaubst du, kannst mich käsern? Du hast schon ausgespielt bei mir. Von mir aus packt er das im Zwetschgen und geh doch, buchst die Hude, wo der Dreck ins Meer rinnt. Ich bin nicht fort gewesen, du hast mir unschuldig ins Gesicht. Jetzt geh fort, es geht aber wirklich fort. Aha, zuerst warst du im Traum fort, was? Ich bin nicht fort gewesen, Papa, wirklich nicht. Ehrenwort. Wie käme ich denn überhaupt da raus? Na, also weißt, bei einem von uns zwei stimmt's nicht ganz. Bin ich blöd oder bist du's? Also, ich bestimmt nicht, Papa. Also, das heißt, dass ich? Na, das war ja nur schöner. Papa, ich erzähl dir was, ja? Was genau gelogen? Aber nur ein bisschen, Papa. Was heißt ein bisschen? Gelogen ist gelogen. Was hör zu jetzt? Aber du haust mich dann wieder, Papa. Red! Ich bin davon ausgegangen, in der Wachau gewesen. Bis auf Krems bin ich geschwommen. Den Onkel Kampel habe ich besucht. Weiß gar nicht, was du wild bist wegen dem. Jetzt hörst du, Öfi. Den Schmäh mit der Wachau, den kannst du einmarkieren. Ich weiß ganz genau, wo du miteinander flaniert bist. Was bist du denn gleich dort geblieben? Dort pass ich, aber nicht daher, in Anstehen nichts aus. So, und jetzt schwimm auf dein Zimmer und dort bleibst du mir auf Hausarrest, solange bis ich die Außer los. Jetzt verkomm! Wenn man ehrlich ist, ist genauso schlecht. Ach, Ärger in der Natur. Aber froh bin ich doch, dass wieder daheim ist. Außer soll ich, außer muss ich. Ich bin schließlich 17 Jahre alt. Ein gesäuerte Graben, ohne Blut, ein blöder Goldfisch. Na,
steht kein Mädel. Nur dazu, wenn es 17 Jahre ist. Auf das steht kein Mädel nicht.